Wer an einem Weg seinen Namen gibt, hat es definitiv geschafft. Oder im Fall des Cabaret Rotstift muss man eigentlich noch etwas mehr sagen. Sie sind wirklich zur lebenden Legende geworden. Fast ein halbes Jahrhundert lang haben sie den typischen Schweizer Humor geprägt. Vor genau 50 Jahren, nämlich im November 1954, hat da zu Schlieren alles angefangen. Im Schulhaus Hofacker ist eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern zusammengekommen, um ein Cabaret auf die Beine zu stellen. Dass es damals der Startschuss war für eine lange und unvergleichliche Erfolgsstory, das hätte jetzt damals sehr wahrscheinlich nicht gedacht.